Hier sehen wir einen Club Seno, im Moment noch Pura Vida, wird aber nächstes Jahr Club Seno. Seht ihr hier von außen, hat jedes Jahr bis jetzt einen Tourolli bekommen. Das ist echt traumhaft schön. Und den Umweltschirm hier, das ist Traum. Hier, das ist der Eingang. Und der Shuttle vom, hat man so Bus hier, da kann man dann fahren. Hier steht unser Koffer. Hier sehen wir die Rezeption, den Eingangsbereich von Club Seno. Super schön eingerichtet. Im Moment noch Pura Vida, ab nächstes Jahr Club Seno. Das hat sich geändert. Manager, General Manager. Hier direkt der Eingang. Das ist eine große Anlage am Hang gebaut und hat jedes Jahr den Tui-Holly bekommen. Hier 13 Jahre Gäste. Und 14, 15, 16 haben sie auch den Tui-Holly bekommen. Hier sind wir im Club Seno. Und hier seht ihr die Nummer 3017. Hier unser, man kommt rein und steht da mit dem Bad. Es ist alles super schön offen. Ganz, ganz toll eingerichtet. Hier kann man rechts und links zum Bad schauen. Alles ganz toll eingerichtet. Toilette kann man schön zumachen, sind Milchgläser, Dusche genauso. Hier vorne großer Schrank, Safe, Schuhe, Schirm, hier unten Ablage, Garderobe, kleiner Fernseher, Minibar, ein Fläschchen Wein, Kaffee, was man braucht. Hat man als Dreibettzimmer, kann man das schön nutzen. Unsere gerne. Und der Ausblick, der ist grandios. Hier kann man schön sitzen, ein Gläschen Wein trinken. Und hier ist die Insel. Der Pool. Das sind lauter kleine Häuschen, kann man sich super schön anschauen. Und unten in dem Haupthaus, da ist dann das Abendessen. Traumhaft schön. Hier das Bad mit zwei Spiegel innen und außen, traumhaft schön, Dusche, milchig. Die liebe, wie heißt sie? Mareike. Die liebe Mareike reicht uns ein super leckeres Dessert. Hier das tolle Buffet. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Vorzeigen, ne? Ein Eidbecken.
Das ist schon toll. Sowieso, ja. Sowieso. Das gleiche mit Facebook. Gibt es lauter Leckereien? Leckeres Suppen heute Abend. Ein tolles Brotbuffet. Salat gibt alle Salatsorten. Und das Hotel ist nicht ausgelastet. Ja, das ist das Tolle daran. Wir haben trotzdem aufgefahren bis zum Umfeld. Hier drüben gibt es noch einen Schokoladenbrot. Das ist aber Schokoladenbrot. So, ihr Lieben, guten Morgen. Heute sind wir im Sereno Club. Hier ist das Taxi. Das bringt immer die Leute zum Frühstück, weil die Häuschen sind alle hier im Hang reingebaut. Es ist ziemlich weit und das Buschen fährt alle Viertelstunde rauf und runter. Man kann sich bis zum Speisesaal bringen lassen, frühs, mittags und abends, bis 12 Uhr fahren sie. Das ist super schön. Am besten ist, wenn man eine 4000er Nummer hat oder die ganz bunten Häuschen. Das sind hier zwei Stück und hier drüben ist nochmal ein Haus. Das sind eigentlich die besten Häuschen, weil oben im Hang hat man eigentlich nichts verloren. Man muss aber trotzdem immer laufen. Das ist das 35er und ich habe eins drauf, ist das 34er Haus. Und hier ist dann immer die Bushaltestelle. Da kann man sich hinsetzen und da wird man dann immer mitgenommen, wenn man zur Rezeption möchte. Hier sehen wir den Pool. Hier unten ist noch ein Pool. Beim Frühstück, wir haben 8 Uhr. Hier am besten Häuschen angeben, Nähe Rezeption. Das ist eigentlich immer wichtig, weil wenn er ganz oben wohnt, habt ihr immer viel zu laufen. Oder hier diese Busse fahren und fahren immer hoch und runter und sammeln die Leute ein. Ne? Hier ist das Restaurant, gibt Frühstück und Abendessen. Und morgens gibt's, mittags gibt es am Strand das Essen. So, hier seht ihr das Frühstück im Sereno Club. Schönes frisches Obst, verschiedene Müsli. Bestimmtes Obst, sehr lecker. Das ist sehr schön über den Mund gerecht, da muss man nicht so viel schneiden und ausholen. Das ist ja schon die junge Dame, was sagt ihr dazu? Sieht toll aus. Gut, sehr toll, ne? Im Moment ist das Hotel nicht voll, deswegen ist nicht ganz so viel auf dem Buffet. Es ist, glaube ich, zur Hälfte nur ausverkauft. Aber es gibt Schwarzbrot,
Weißbrot, Semmel. Man kann sich hier einen Toast machen. Das ist einfach alles super schön lecker. Richtig schwarzes. Hier das weiße Salz. Man kann auch schön draußen sitzen, wenn man draußen frühstücken will, ist traumhaft schön. Also wir haben komplett im ganzen Resort 184 Zimmer, die alle auf diese oder alle auf Blöcke aufgeteilt sind, auf 19 Blöcke. Wir haben zwei Zimmerkategorien. Es gibt entweder die Zimmer mit Meerblick oder zur Meerseite gelegen. Die hier oben zum Beispiel sind, das sind die Meerseitezimmer. Ihr habt zum größten Teil alle Meerblickzimmer. Also da ist halt dann der Unterschied. Wir haben keine Suiten oder noch andere Zimmerkategorien, sondern nur diese beiden Kategorien. Es gibt noch Familienzimmer. Die Familienzimmer sind Doppelzimmer mit einer Verbindungstür. Also aber vom Prinzip her genauso wie ein normales Doppelzimmer, wie ihr das auch habt. Nur dass halt eine Verbindungstür dazwischen ist. Zwei Doppelzimmer. Genau, mit zwei Doppelzimmer, also auch dann zwei Bäder natürlich. Und wir haben 8 Zimmer als Familienzimmer. Nicht viele. Die sind dann alle unten an der Bushaltestelle, wo ihr heute Morgen auch gewartet habt, beim Restaurant. Diese zwei Blöcke kommen wir gleich nochmal vorbei. Ansonsten, wenn man hier runter geht, haben wir den großen Weg. Wir gehen gleich hier den kleinen Steigweg. Da ist ja, glaube ich, noch keiner hergegangen. Und dann kann man noch mal einfahren. Da ist der Hauptweg, wo mit Shuttle gefahren und alle die zwischen. Zimmer mit 3000er. Und hier sind die Zimmer mit 2000. Nochmal so, 2000. Hier haben wir das Haupthaus als Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Am besten sollte man neben dem Pool die Zimmer, das hier sind die Familienzimmer. Und da drüben, die nebendran sind auch die Familienzimmer. Doppelzimmer mit Zustellbett ist das. Hier haben wir die Coffeeshop, die hat 24 Stunden geöffnet. Bis 2 Uhr gibt es alkoholische Getränke und dann danach nur noch Kaffee und wir haben hier die Shops. Und hier hinten geht es dann direkt zum Sonnenbad, das Spa. Hier haben wir den Hammam. Ja, schön. Ganz, ganz toll. Oh, der ist richtig offen, der ist richtig toll. Und hier sind die Behandlungszimmer mit Duschen. Super schön. Findet man hier die Familienzimmer, sind zwei Doppelzimmer mit Verbindungstür. Na, hier unten ist man auch ganz gut aufgehoben. Und jetzt ist man gleich beim Hauptrestaurant und kann essen, trinken, weil oben nutzt man eigentlich nichts. Das Bar ist ja unten eigentlich alles. Hier ist halt auch noch eine Bar. Hier ist der Strand. Und hier ist der zweite Abstand. Zwei Badebuchten hier. Der ist schön, aber glasklar ist es hier. Hier kann man reingehen. Es ist wirklich glasklar, das Meer hier. Super toll. Schöner Standabschnitt.
vier Stimmen sind wir Starlight-Bar. Restaurant, was auch konzeptspezifisch aus dem Pura Vida-Konzept ist. Also das ist nur für Erwachsene. Die Kinder werden während der Zeit im Kinderclub auch betreut, sodass die Eltern das Gefühl haben, ruhig hier das Essen einnehmen. Das ist unsere Yoga-Fitness-Fläche. Da findet nur jetzt gerade ein Kurs statt. Das heißt, wir können nicht vorbeigehen. Den gehen wir oben rum. Also wer gerne Sport machen möchte, hier unten ist dann die Yoga-Fitness-Fläche. Ja, und wir Yoga. Ist da dann keiner bekommen? Direkt am Nordblick. Traumhaft schön. Kann man einen Kurs buchen und schaut direkt raus aufs Meer. Damit wir morgen wissen, bring den Kopf nochmal rechts nach links. Kleine Robert möchte aus dem Kinderparadies. Ja. Er sitzt auf dem kleinen blauen Hocker. Ja, natürlich. Auf ein ganz kleines Stühlchen. Ratlos. Süß. Ganz schön gemacht. Hier wird auch Müll getrennt. Gleich für die Kinder. Ich habe unseren Kids-Club mit der Sophie, unserer Kids-Club-Betreuerin, mein Kids-Supervisor. Sie würde sich freuen, wenn ihr noch ein paar Kinder schicken könntet. Ja, sehr. Herbstferien liegen ja vor der Tür quasi. Vielleicht möchte ja jemand noch kurzfristig kommen. Ansonsten noch eine kleine Info. Die Kinder werden hier ab 3 Jahren betreut. Wenn ein Kind jetzt da drunter ist, noch 2,5 oder wird morgen 3, dürfen die ersten Kinder hier ab 3 Jahren. Das ist ja wichtig. Das noch Babyalter. Das ist mal ein richtig schöner Kids Club, da fällt mir das sehr gut. So, wir fahren jetzt mit dem Aufzug zum Strand. Cool. Cool. Das hätten wir gestern machen sollen. Der fährt jetzt noch da in den Keller rein. Ich hab gedacht, vielleicht. Um die Kurve. Bis zur Liege hin. Und dann ja. Erst Liege lässt er den raus. Das ist wie die wilde Maus. Bis zum Anschlag rein. Schau doch mal das klare Wasser. Das Wasser ist heute echt wahnsinnig klar. Das ist der Hammer. Schön für euch. Wir denken dann an dich. Mhm. Genau. Und um die Uhrzeit. Bist du schon fast bei Urlaub? Guck mal, die haben auch einen Pool am Strand. Schau mal. Sag ich doch, siehst du, das ist der Sportpool. Das habe ich ja auch noch nie gesehen, dass am Strand ein Pool ist. Achso, du warst ja gestern nicht. Nee, ich war ja gestern nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja echt eine Traumbucht. Und da gibt es bestimmt auch das All-Inclusive da hinten dann, oder? Hallo!
und wir sind da und können rauslaufen. Hier ist dann auch ein schöner Kakteengarten. Hier ist die Bushaltestelle, da fahren wir jetzt mit ein bisschen dann hoch. Das war der richtige Moment, weißt du das? Das ist genau der richtige Moment. Ich bin natürlich wieder falsch gelaufen. Ui, guck mal, mit Tui drauf. Ihr kriegt jetzt alle ein Stück vom Geburtstagskuchen ab. Nimm ja, jeder weg. Kriegt ein Stück, nicht nur der Tisch, sondern jeder, wenn es geht. Doch, bitte. Doch, geht. Geil, geht schon. Ein Wunsch. Ich komme jetzt extra zum Anstoßen. Claudia, schau mal. Nein, ich will nur die schnell weg. Moment.